Die Unterhaltung selbst dürfen wir aus rechtlichen Gründen nicht zeigen. Darin ist aber folgendes Originalzitat zu lesen. Hoffentlich wird dich mal ein Schwarzer so richtig drannehmen, ohne dass du das möchtest. Adressiert war die Nachricht an eine 18-jährige Cottbusserin. Sie hatte ihn zuvor als Little Racist Boy, kleiner rassistischer Junge, bezeichnet. Ich war schon schockiert, weil, keine Ahnung, das war halt irgendwie ganz schön überraschend. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass mir sowas jemand wünschen könnte. Der Verfasser soll ein Mitglied der AfD-Fraktion Cottbus sein. Auf RBB-Nachfrage wollte er sich heute nicht zu den Vorwürfen äußern. Sein Fraktionsvorsitzender war nicht zu erreichen. Dieser soll aber schon letzte Woche von dem Vorfall gewusst haben, sagt der SPD-Abgeordnete Andreas Rothe. Er hat mir gesagt, dass ihn an das schon gebeichtet hätte und er das zwar nicht gut finde, aber ansonsten das nicht so weiter schlimm findet, weil sowas im Eifer des Gefechts wohl passieren könnte. Der AfD-Abgeordnete habe nach eigener Aussage bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Gegenüber der Lausitzer Rundschau deutete er an, dass sich auch Fremde eines Kontos bemächtigen könnten. Auch die junge Frau habe den Vorfall zur Anzeige gebracht. Ich denke, dass viele Frauen unter solchen Aussagen auch leiden. Viele junge Mädchen haben auch bei mir unter dem TikTok-Video kommentiert und gesagt, dass ihnen sowas auch gewünscht wurde. Also das ist echt was nicht selten ist und das ist ein großes Problem, finde ich.